Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es mal wieder ein Orakel und zwar das Eröffnungsspiel, die Türkei gegen Italien, jawohl. Und ich hoffe, ihr seid auch alle so gehypt auf die EM, wenn nicht, tut es mir leid. Ich mache das hier mit vier Boostern der Euro 2020 Adrenalin XL Kickoff-Serie. Jawohl, da würde ich sagen, wir starten direkt und los geht's. Die auf Seite. So. Also mein Tipp wäre ein 1:2 für Italien. Also Italien gewinnt. Ihr könnt ja gerne mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. So. Erstmal alles drehen. Und es geht hier los mit Eden Hazard. Dann haben wir hier Nikolic. Dann haben wir Zelustka. Ups. Dann hätten wir hier Munier. Dann haben wir hier für die Schweiz Jan Sommer. Dann haben wir Manuel Neuer als Fans Favorite. Dann haben wir hier Klick und Walukiewicz für Polen. Und Dries Mertens hier für Belgien als Goal Machine, jawohl. Also erste Halbzeit, bis jetzt noch nichts passiert. Wir hoffen, dass noch irgendwie ein Tor fällt in der ersten Halbzeit. So. Erstmal alles drehen hier. So, zack. Wir haben hier für Kroatien Brozovic. Als nächstes hätten wir hier Donnarumma für Italien. Und das ist das 1:0 für Italien. Jawohl. Weiter geht's mit hier Dänemark. Daniel Wass. Dann haben wir hier für Finnland Pocky. Für Schweden haben wir hier Olsson. Für Polen haben wir hier Cisneski, oh, keine Ahnung. Und dann haben wir hier für Frankreich Anthony Griezmann. Fans Favorite. Und dann haben wir hier für Schweden noch Defensiv Rock Nilsson Lindelöf. Nilsson Lindelöf. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Jawohl, die Italiener führen hier mit 1:0. Also für mich zählt hier keine Karte extra. Also Dennis macht hier immer so Special-Karten, glaube ich, 2 Tore oder so. Aber ich mache das nicht. Und wir starten in die zweite Halbzeit und los geht's. So. Und auf geht's. Wir haben einen Moment. Erstmal alles richtig drehen. Wir haben hier für Schweden Robin Olsson. Dann haben wir hier für die Türkei Mert Günok. Und das ist das 1:1. Dann haben wir hier für Nordmazedonien Velkovski. Oh, boah, was für ein Name. Dann haben wir hier für die Deutschen Matthias Ginter. Wir haben hier für Österreich Marko Arnautovic. Wir haben hier für Slowenien Skriniar, oder wie der ausgesprochen wird. Wir haben hier für die Slowakei Kuka. Als Fans Favorite. Und da haben wir noch für die Schweden Robin Olsen als Goal Stopper. Jawohl. Und wir kommen jetzt zum Ende dieses Orakels.
Wer jetzt das Tor macht, gewinnt diese Partie in diesem Orakel. Da bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Also ich denke, Italien gewinnt. Mal gucken, was das Orakel sagt. Ob das auch dazu sagt. Mal schauen. Wir haben hier Russland. Türkei oder wieder ausgesprochen wird. Dann haben wir hier für England Jadon Sancho. Wir haben hier für Polen Milik. Wir haben hier für Finnland Lot. Wir haben hier für Schottland McTominay. Wir haben hier für die Niederlande De Ligt. Für Finnland haben wir hier das Trikot. Und das letzte, die letzte Karte ist hier Russland als Power Trio. Ja, das war's. Also das Orakel sagt hier 1-1 für die Türkei und Italien. Ja, denkt dran, eure Tipps in die Kommentare zu schreiben. Haut da rein. Bis morgen zum nächsten Orakel und auf Wiedersehen.